Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin Christine Bernhold, ich bin 28 Jahre alt und habe in der letzten Zeit hauptsächlich politisch bei Linksjugend Zollit gearbeitet. Und bevor ich mit meiner Rede beginne, möchte ich gerne eine Sache vorausschicken. Das ist mir wirklich das Anliegen, dass ich nicht explizit gegen Kerstin kandidiere, nicht gegen Kerstin, sondern für die Bürgerschaft. Und da gibt es leider im Moment noch für die Linkspartei nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen mit Aussicht auf Erfolg zur Verfügung. Liebe Genossinnen und Genossen, ich trete an für die Bürgerschaftswahl oder möchte das gerne tun, aus verschiedenen Gründen. Und zwar einmal, weil wir mit verschiedenen Genossinnen und Genossen von Zollit in der letzten Zeit darüber diskutiert haben, dass es doch an der Zeit wäre, auch mal unsere Positionen als Jugendverband und die Positionen, die wir in den letzten Jahren gemeinsam erarbeitet haben, in der Bürgerschaft zu vertreten. Ich wünsche mir eine Bürgerschaftsfraktion, die den Kampf für eine sozialistische Gesellschaft auf mehreren Ebenen führt. Das ist mir ganz wichtig. Im Parlament, um Anträge und Anfragen zu stellen, mit den begrenzten Möglichkeiten politische Korrekturen vorzunehmen und um das Parlament auch als Bühne für den Klassenkampf zu benutzen und auch außerhalb des Parlaments. Und ich wünsche mir eine Fraktion, die politisch für das Ziel einer sozialistischen Gesellschaft eintritt und dieses Ziel auch offensiv nach außen vertritt. Warum ich das gerne möchte, ist meines Erachtens nach mehr als deutlich, liebe Genossinnen und Genossen. Die Debatte um Gesine und den Kommunismus war doch ein Zeichen der Verkommenheit der politischen Debatte hier in Deutschland. Und es ist doch legitim meines Erachtens nach, öffentlich zu diskutieren, was der Grund dafür ist, dass so viele Kinder und Jugendliche in Hamburg unter Kinderarmut leiden, dass die Natur zerstört, die Elbe vertieft wird, dass Menschen in so einer reichen Region schikaniert werden mit Hartz IV, mit 1-Euro-Jobs und Menschen sogar in Hamburg, wie es jetzt passiert ist, erfrieren müssen, liebe Genossinnen und Genossen. Dass Hamburg sich außerdem an Kriegen beteiligt, das ist doch ein Unding. Und der Grund dafür ist doch der Kapitalismus. Und die Hetze gegen Gesine hat doch gezeigt, dass die Medien eine Gesellschaft ohne Opposition wollen. Und diese Opposition, das müssen doch wir sein. Wer soll das denn sonst sein? Und zwar auf allen Ebenen, weil diese Welt ist auch keine Welt, die wir weiterhin haben wollen. Und Bündnispartner werden für uns ganz sicher nicht CDU und FDP sein, aber auch nicht die SPD und die Grünen. Dafür haben wir heute schon sehr viele Gründe gehört. Die Grünen haben jegliche grüne Ideale verkauft und verraten. Und auch die SPD mit Scholz in Persona steht nicht an der Seite der Kämpfe in den Betrieben, nicht an der Seite der sozialen Bewegungen und Arbeiterinnen und Arbeiter, sondern an der Seite der Wirtschaft. Olaf Scholz hat in Hamburg Brechmitteleinsätze eingeführt und an diesem Punkt hat sich die SPD sehr wohl, sehr stark festgelegt. Sie wollen Stellenstreichungen bei hohen Beamten, sie wollen eine Repression gegen Jugendliche und eine Law-and-Order-Politik in Hamburg verschärfen und sie wollen einen Bürgermeister der Bosse. Wir wollen, dass endlich die Reichen zur Kasse gebeten werden, damit sich an der Situation in Hamburg was ändern kann. Wir können diese Gesellschaft nicht alleine verändern, aber wir haben als einzige Partei das Ziel, das wirklich zu tun. Und wir müssen das zusammen mit linken politischen Bewegungen machen, auf der Straße, im Parlament und in Betrieben, liebe Genossinnen und Genossen. Die Linke, zwei Sätze noch, ist die einzige Friedenspartei. Und darum ist es mir auch für meine Arbeit in der Bürgerschaft, wenn ich von euch das Mandat dazu bekomme, ein Anliegen, dafür weiter zu arbeiten, aufzudecken, was an Rüstungsindustrie in Hamburg existiert, wie viele Bundeswehr-Jugendoffiziere in die Schulen gingen, um Jugendliche zu rekrutieren. Und außerdem möchte ich in den Themenbereichen Stadtentwicklung und Jugendpolitik mich wesentlich stärker engagieren, weil das meines Erachtens Gebiete sind, auf denen die Fraktion noch mehr machen können. Und nur noch einen allerletzten Satz. Der Kapitalismus muss nicht das Ende der Geschichte sein. Nur, das schaffen wir nicht allein. Deshalb werde ich sehr stark in den nächsten Wochen mich an die Wahlstände stellen und den Menschen und Wählerinnen und Wählern sagen, Christine, wählen Sie die Linke, wählen Sie selbst aktiv zu werden. Vielen Dank.